Herzlich willkommen Ihnen allen hier in der Evangelischen Kirche in Brühl. Mein Name ist Marcel Demal und zusammen mit meiner Kollegin Almut Hundhausen-Hübsch bin ich Pfarrer hier in der Evangelischen Kirchengemeinde Brühl und Rohrhof. Schön, dass Sie eingeschaltet haben heute Morgen und über das Fernsehen bei uns zu Gast sind. Wie überall im Land können im Moment auch in Brühl keine Gottesdienste stattfinden. Dennoch sind wir als Kirchengemeinde auch weiterhin für Sie da. Ganz praktisch, mit praktischer Hilfe, aber auch mit seelsorglicher und geistlicher Begleitung. In diesem Sinne lade ich Sie ein, heute gemeinsam mit mir über den Bibeltext für den heutigen Sonntag Judika nachzudenken. Er steht im 4. Buch Mose im 21. Kapitel. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Wenn ich diese Geschichte höre, dann steigen Bilder in mir auf, Bilder von der Wüste. Vor meinem inneren Auge liegt eine karge, weite Landschaft. Am Tage brennt die Sonne vom Himmel und dort alles aus. In der Nacht wird es bitterkalt. Die Einsamkeit ist groß. Nur wer erfahren ist und gut ausgerüstet, kann in der Wüste überleben. Die Wüste, sie ist mehr als nur eine Landschaft. Für viele ist die Wüste auch ein Sinnbild. Mit einem Sprichwort sagen wir: Ich bin in die Wüste geschickt worden. Enttäuschung, Verletzung, Demütigung steht hinter diesen Worten. Wüstenzeiten sind Zeiten im Leben, in denen nichts mehr selbstverständlich ist. Wüstenwege sind schwere Wege, die mich auf mich selbst zurückwerfen. Nachdem Mose die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hatte, haben sie viele Jahre in der Wüste gelebt. Sie haben gelernt, mit der Wüste zu leben. Auch die Geschichten aus dem 4. Buch Mose spiegeln diese Erfahrungen wider. Und mehr noch gibt uns diese Geschichte 3 Hinweise, wie man in der Wüste überlebt. 3 Überlebensstrategien sozusagen. Die erste Überlebensstrategie ist, nicht immer nur auf die Vergangenheit starren. Wenn es schwer wird im Leben, dann bekommt die Vergangenheit oft einen goldenen Glanz. Wie bei den Israeliten, die in ihrer Sehnsucht nach einem besseren Leben die Vergangenheit verklären. In Ägypten war es doch eigentlich gar nicht so schlecht. Immerhin gab es etwas zu essen, besseres Essen und bessere Wohnungen, nicht nur diese armseligen Zelte. Die Vergangenheit loszulassen ist oft schwer. Den Satz »Ich bin in die Wüste geschickt worden« habe ich einmal aus dem Mund einer Frau gehört. Ihre Ehe war zerbrochen und die Frau war voller Zorn. Als sie noch verheiratet war, war alles leichter. Doch dann ein Scherbenhaufen.
Trauer, Verletzung, Wut. Es hat lange gedauert, bis sie wieder die Kraft hatte, neue Schritte ins Leben zu wagen, den Mann gehen zu lassen und damit auch die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Allmählich stellte sie fest, dass es andere Menschen gab, die ihre Nähe und Freundschaft zu schätzen wussten, die ihre Zuwendung brauchten. Gewiss, es war für die Frau ein langsamer Prozess, sich von der Vergangenheit lösen zu können. Es war ein langer Weg durch die Wüste. Und sicherlich hat sie auch ein paar Körnchen Wüstensand mitgenommen in ihr neues Leben. Aber sie hat den Mut gefunden, von der Vergangenheit weg auf die Gegenwart zu blicken und zuzulassen, dass dort etwas Neues wächst. Da ist noch etwas in der Geschichte. Es ist leichter, in der Wüste zu überleben, wenn ich jemanden habe, mit dem ich reden kann. Über meine Ängste, über meine Orientierungslosigkeit und ja auch über meine Fehler. Den Israeliten ist es schwer gefallen, zu Mose zu gehen und zu sagen, hör mal, wir haben einen Fehler gemacht. Was wir jetzt alles erleben, das hat auch mit unseren Fehlern zu tun. Viel zu leicht fallen wir alle darauf herein zu meinen, unser Leben wäre nur dann ein gutes Leben, wenn alles gelingt, alles glatt geht. Immer wie am Schnürchen, ohne Fehler, ohne Makel. In der Passionszeit jetzt erleben wir eine ganz andere Geschichte mit. Die Geschichte von Jesus, einem Mann, der nach objektiven Kriterien gescheitert war. Gescheitert vor allem an den Fehlern und Schwächen seiner Mitmenschen, die ihn aus Angst oder Berechnung verleumdet und verraten haben. In der Geschichte vom Schicksal Jesu erscheint plötzlich auch Gott selbst fremd und fern. Wie konnte Gott es zulassen, dass all diese Verirrtheit in den Köpfen der Menschen Jesus ans Kreuz gebracht hat? Das Kreuz als Inbegriff des Scheiterns. Man sieht daran, die Bibel ist kein heroisches Heldenepos, kein Stoff, aus dem Wagner-Opern geschnitzt sind. Nein, die Bibel ist einfach auf entwaffnende und entlastende Weise ehrlich. Sie zeigt, dass Scheitern zum Leben dazugehört und dass es menschlich ist, Fehler zu machen. Und die Bibel zeigt, dass manchmal gerade aus dem Scheitern und den Fehlern Neues entstehen kann. Ich denke, wir sollten alle in unserem Alltag fehlerfreundlicher werden und nicht immer nur versuchen, um jeden Preis perfekt zu sein. Dadurch versetzen wir uns nur selbst in eine Starre, die uns nicht gut bekommen kann. Wir sollten uns vielmehr immer daran erinnern, wenn ich mich auch verlaufe, ich tue es unter Gottes liebevollem Angesicht. Auch meine Umwege und meine Irrwege sieht Gott liebevoll an. Er erzählt die Geschichten in meinem Leben zu einem guten Ende. Eine dritte Überlebensstrategie für die Wüste ist das, was Mose tut, als er eine Schlange an einen hohen Pfahl befestigt. Zugegeben, es ist befremdlich. Aber er bringt die Menschen auf diese Weise dazu, ihren Blick nach oben zu wenden. In ihrer Angst können die Israeliten ihren Blick nach oben richten, weg von der Gefahr hin zur Hilfe Gottes. Tun wir doch dasselbe. Schauen wir doch einmal weg von dem, was uns bedroht, hin zu Gott. Schauen wir hin zu Jesus, von dem die Bibel sagt, dass er erhöht wurde, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Ich schaue nicht mehr nur auf das, was mich lähmt und was mir die Schritte schwer macht. Ich schaue auf zu Gott, der mir hilft. So
kann die Wüste ein Ort sein, an dem ich Gott begegnen kann. Vielleicht wird er mir immer wieder fremd erscheinen und auch meinen Glauben herausfordern. Aber er wird mich nie alleine lassen. Auf meinem Weg durch die Wüste kann ich immer aufschauen zu Gott. Und in Jesus habe ich einen Begleiter an meiner Seite, der mich versteht, weil er selbst durch Leid und Not gewandert ist. Und auch dann, wenn mein Glaube Risse bekommt und mich einmal nicht mehr trägt, so habe ich doch in Jesus einen Gefährten, der immer stellvertretend für mich glaubt und für mich eintritt, so wie Mose für das Volk Israel eingetreten ist. So kann die Wüste ein Ort sein, an dem ich wachse, nicht zerschelle. Ich werde gewiss immer wieder zweifeln und trauern, aber ich werde niemals verzweifeln. Denn auch die Wüstenzeit ist eine Zeit Gottes mit mir. Auch der Weg durch die Wüste ist ein Weg, auf dem Gott bei mir bleibt. Amen. Schön, dass Sie heute auf diesem Wege hier bei uns in der Evangelischen Kirche in Brühl zu Gast waren. Im Namen der gesamten Kirchengemeinde wünsche ich Ihnen für die Zukunft alles erdenklich Gute, viel Gesundheit und natürlich Gottes reichen Segen. Gottes Segen möge Sie begleiten auf all Ihren Wegen, auf den Wegen durch die freundlichen und schönen Landschaften Ihres Lebens und auf den Wüstenwegen. Gott bleibe immer bei Ihnen an Ihrer Seite und schenke Ihnen Menschen, die Ihnen zur Seite stehen. So segne und behüte Sie alle, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleiben Sie behütet.